Es gibt einen Punkt, den du eben schon angesprochen hast, insofern du lieferst mir eine traumhafte Überleitung, ist die Label-Situation. Ich finde das halt ganz interessant, dass zwei Indie-Labels miteinander zusammenarbeiten. Hatte gestern Abend im Rahmen eures Showcases auch schon die Möglichkeit, so hinter den Kulissen mal so zwei, drei Worte darüber, mich zu unterhalten, wie man es halt so macht und wie läuft. Und jeder, wirklich jeder, den ich gesprochen habe, ist mit einem absolut großartig mir entgegengekommen. Ist es einfacher, wenn man und als Indie in Anführungsstrichen zusammenarbeitet, als wenn noch ein großes Major-Schiff nebenbei rumschwimmt? Was meint ihr? Also da der Struggle, glaube ich, ein bisschen verständlicher ist bei Indies und ein bisschen, wie soll ich sagen, das Familiäre in beiden Vereinen, sage ich mal, groß geschrieben wird und einfach da ist, die haben das echt super gemacht, muss man wirklich sagen. Also das war nicht, ist ja nicht klar, dass nur weil wir uns verstehen, dass das andere jetzt auch funktioniert. Aber bei uns war einfach sofort klar, wir müssen Savas Leute das machen lassen, was sie am besten machen. Und wir werden das tun, was wir am besten machen. Nämlich, was weiß ich, wir haben jetzt mehr Fernseherfahrung und so Sachen. Das übernehmen wir. Und mir war eigentlich auch relativ bald klar, dass der Savas, sag ich mal, die Art Geschichten und das, was die Außendarstellung von dem, was wir machen, gerne übernehmen soll. Und von dem her hat sich das von uns schon gut aufgeteilt und also, dass unsere Teams so harmonieren miteinander, tatsächlich wie das ist fast wie so ein Höhepunkt der Zusammenarbeit. Ich meine, ansonsten, dass wir unsere Sachen miteinander und untereinander gut hinbekommen, davon kann man ja irgendwie ausgehen. Aber ich glaube, das ist tatsächlich, also gerade jetzt Söhne und so meine Sachen, ich glaube, das läuft jetzt fast ein bisschen harmonischer sogar noch. Das ist ein Lob. Hast du noch was dazu zu sagen? Naja, es ist ein großer Unterschied. Wenn man bei Major ist, ist es einfach so, ich muss wieder ein bisschen haten. Man kann auch mit einem Major arbeiten. Das hat ja auch gewisse Vorteile und bringt dem Künstler bestimmt auch stellenweise was. Aber ich habe es leider selber auch erlebt. Du wirst so lange geliebt, wie du in irgendeiner Form einen Nutzen hast. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann kommen die auch nicht mehr zu deinen Konzerten. Dann stehen die auch nicht mehr bei deiner Präsentation daneben, sondern die sind halt da, solange es gut läuft. Und ich weiß, dass jetzt so, wie es jetzt ist, dass das eine Steffi und ein David und so weiter, dass die sind mit Herz und Seele dabei. Und das wird immer so bleiben. Die werden sich ihr Leben lang an dieses Projekt erinnern und das wird für die immer wichtig sein. Das ist dann wahrscheinlich auch dieses Stück Familie, das für mich auch das Album so ein bisschen ausdrückt, wenn man es bei euch hört und wie ihr beide hier auch übereinander redet. Ist das auch der Grund, warum die Feature-Auswahl so übersichtlich ausgefallen ist am Ende? Also, dass in dem Familienkreis nicht mehr so viel Platz gewesen ist für weitere Features oder so? Das Ding ist ja, wenn jetzt zwei Jungs wie wir zusammenkommen, dann ist ja am Ende des Tages, holt man sich ja entweder einen Rapper, um halt das Thema noch ein bisschen auszuweiten, dass man da noch ein bisschen mehr Einblick haben kann. Oder ein Rapper holt sich einen Sänger, um die Hook zu singen, ja, oder sowas. Und das hatten wir ja schon. Jetzt ging es darum tatsächlich, welcher Poet kann vielleicht hier und da dem einen oder anderen Thema noch zu einem nächsten Bild oder noch ein paar Bildern verhelfen. Und also für mich ist einer der Größten einfach Olli sowieso und das sieht Savas auch so. Und wir haben nicht viel darüber nachgedacht, ob jemand noch mit auf das Album kommt, aber bei diesem einen Song haben wir beide gefühlt, ja, da könnte man noch jemanden gebrauchen. Aber da war es, glaube ich, auch ziemlich recht schnell klar, da hast du von Olli gesprochen und ich sowieso, ich auch gerade mit Olli was gemacht hatte für sein Album und dann war ich sofort dabei. Bei so einem Album mit zwei so großen Alpha-Tieren, das ist nicht negativ gemeint, sondern künstlerisch einfach großen, da bin ich wieder bei meinen Stein, ist am Ende auch nicht so viel Platz für andere Leute, oder? Muss man ja auch nicht. Also wenn wir das zum Konzept gemacht hätten, dann cool, aber wir wollten uns ja auch erstmal gegenseitig finden und das zusammen auch erstmal erarbeiten. Also es wäre fast schon gezwungen gewesen zu sagen, komm, wir ballern da jetzt noch überall Leute drauf. So, hätte auch wahrscheinlich so den Vibe und das Ganze in irgendeiner Form auch ein bisschen gekillt oder zumindest jetzt wäre nicht das gewesen, was es jetzt ist. Gab es einen Rollentausch zwischendurch mal? Also Bei dem Song einmal? Bei dem Song, wo der dabei ist, macht der Savas die Hook. Und das ist so, da haben wir auch so drüber gesprochen, als vorher schon, dass es mal was geben würde. Ich habe gemeckert auf jeden Fall. Also sagen wir es so, ich habe gemeckert, wir waren im Bosshaus-Studio und nach dem zweiten Track, nachdem ich mich wieder aufgeraucht habe und mein Gehirn und ich über Beziehungen und meine geistigen Krisen geschrieben habe, ich so, ey, ganz ehrlich, ich finde das so unverschämt, du machst einfach die Hook und bist dann voll gut drauf und feierst voll ab, ich will auch feiern können. Ey, beim nächsten Track mache ich die Hook. Und so, ja, machen wir. Und dann habe ich die geschrieben und dann war ich auch ziemlich glücklich, dass ich in Anführungsstrichen nur diese Hook machen musste. War der andere Teil dann anstrengender?
Ja, schon, ja. Deswegen, wie du siehst, da ist dann auch noch eine, ist einfach noch eine Strophe dann frei geblieben, mehr oder weniger. Und dann haben wir auch gesagt, okay, da muss jetzt vielleicht noch jemand anderes was machen. Insgesamt ist es ja, was die Themen angeht, also ich hatte durch das Snippet die Möglichkeit, so ein bisschen reinzuhören. Ganze Tracks haben wir gestern so ein bisschen gehört, aber es ist ja schon vielschichtig und ihr versucht ja schon, offenbar, wie du sagst, ja auch du ja Hauptpart dessen, der die Verses schreibt, das rauszuholen, was in dir drin steckte. Was war denn das, was euch am meisten beschäftigt hat? Weil ihr sagt, gemeinsam habt ihr die Tracks erarbeitet. Was sind die Dinge, die euch beschäftigt haben, als denn die Decks entstanden sind? Emotion. Es geht, glaube ich, immer, wir fühlen die Beats und dann fühlt man, wo resoniert es, was wird das Thema. Was, von dem her ist es, ich glaube, wir haben tatsächlich der Musik den Raum gelassen und versucht, die Musik einzufangen mit Worten. Und wir haben uns im Endeffekt nie darüber verständigt, wann wir jetzt welches Thema behandeln, sondern das ist einfach passiert. Auch aus Gesprächen heraus sind die Sachen entstanden. Wir haben diese ganz normalen, Gespräche, die entstehen, wenn man jetzt im Studio ankommt und jetzt erstmal ankommt und halt mal labert, was ist passiert, was da, was. Und dann haben sich direkt auch Songs abgeleitet daran. Ja. Jetzt haben wir ein sehr gutes Zeit für Rap-Alben gerade, was auch Chartplatzierung angeht. Über eine sehr gute Chartplatzierung muss man, glaube ich, nicht, sehr, sehr gute Chartplatzierung muss man, glaube ich, nicht so viele Gedanken machen, da bin ich mir ziemlich sicher. Jetzt habt ihr aber noch den Bundesvision Song Contest auch noch als Plattform gewählt. Wieder aufgeregt? Oder ich meine, es ist doch mal wieder noch eine andere Bühne. Auf jeden Fall. Ich meine, ey, wir sind uns beide sicher, dass alle Newcomer, die nichts mit Hip-Hop zu tun haben, die dürfen gerne gewinnen dort. Aber alle anderen, die auch Hip-Hop machen, die dürfen natürlich nicht gewinnen, sondern da müssen dann wir gewinnen. Ansonsten dürfen alle anderen, die da auf der Bühne sind, aber es wäre für uns echt hart, haben wir uns, glaube ich, sind wir uns einfach im Klaren, wenn jetzt die Orsons, die wir schätzen und lieben eigentlich, gewinnen mit Crow oder der Boris, auch er darf eigentlich nicht gewinnen. Das ist einfach, das wäre unerträglich. Sorry. Rap is competition. Ja, ist das so. Also bist du auch schon ziemlich, also felsenfest davon überzeugt, dass das andere nicht geht. Der King of Rap darf nicht Zweiter werden. Das Schlimme ist, wir sind zum Siegen verdammt. Ja, also. Nee, es wäre schon, man muss ehrlich sein, es wäre schon ein bisschen komisch so. Also wir wollen einfach der Bestleistung erbringen. Wir haben einen geilen Song, die Single geht ja auch ab und ich meine, die Oz war ja auch ein kluger Move, schön den Crow mit seiner 1 Million Dings-Freunden da noch mit ins Boot zu holen, ist okay. Ist ja auch eine Ansage. Das Battle ist eröffnet auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Voice of Germany hast du schon mal kurz angesprochen, da gibt es ja noch was danach kommt. Castings, du hast das eben auch schon mal ein bisschen angeschaut, sind mal so und so zu betrachten, diese Castingshows. Du bist jetzt mittendrin in einem so einer Konzepte. Wäre das auch was für dich? Eine Castingshow? Ja, wenn ich das so machen dürfte, dass es halt nicht darum geht, okay, der erzählt jetzt hier erstmal seine ganze Trauergeschichte und weint jetzt vor der Kamera und ich mache die jetzt 3 Wochen fertig irgendwo auf Mallorca oder so. Nee, sondern wenn es so wie bei Voice of Germany ist, dass man den schon natürlich auch, dass man die durch Challenges gehen lässt, aber die halt sinnvoll sind und vor allen Dingen, wenn man wirklich guckt, nach wem man da sucht, so weißt du, und dass man wirklich auch schaut, dass man da Qualität, dann könnte ich mir das vorstellen. Aber ich glaube tatsächlich, für Rapper sollten wir noch ein paar Jahre warten lassen und mal gucken, dass noch ein paar junge Leute kommen. Bei Sängern ist es schon so, es gibt schon die Kultur des Singens ist in Deutschland schon verbreitet als die des Rappens. Aber wäre doch jetzt die Steilvorlage für dich, beim nächsten Mal Bescheid zu sagen, Jungs, macht mal noch ein bisschen Platz hier, lassen wir mal einen Stuhl dazwischen schieben, auf der Jury-Seite. Ja, theoretisch könnten wir ja jetzt in Zukunft dann den Bossos-Sessel einnehmen, weil wir sind ja jetzt auch ein Duo. Also ja, genau. Wenn Bossos mal keinen Bock mehr hat, weil sie einfach jetzt ja auch satt sind, ja. Stell mal bei dir einen Stuhl daneben. Die werden ja noch irgendwo einen Stuhl überhaben im Studio. Ja, aber ich glaube, wir müssen uns eher eine eigene Show machen und da sind wir ja auch dran. Also wir bieten mehr, ist ja so eine eigene Show. Das ist sicherlich das. Also wir können davon ausgehen, das höre ich jetzt auch wieder raus, dass da noch viel mehr kommen wird als nur das. Gibt es eine Tour? Gibt es irgendwas? Ich meine, da rede ich dann natürlich auch von großen Hallen wieder, von großen deutschlandweit. Ist nicht ausgeschlossen. Ist überhaupt nicht ausgeschlossen. Wir haben ja gestern gesehen, dass es sich gut anfühlt für uns und auch für die Leute. Und wir könnten uns das schon vorstellen, dass da noch was passiert. Nicht dieses Jahr, aber schauen wir mal. Schauen wir mal.
Ich freue mich drauf, sage danke fürs Gespräch. Es war eine Freude. Wünsche euch noch viel Spaß in diesem harten, obwohl ich habe eben gelernt, bis 6 Uhr ist gar nicht so ein harter Pressetag, ne? Das geht schlimmer. Sage Dankeschön, das war's. Backspin TV, Album kaufen und vor allen Dingen voten. Ne? Business Vision Song Contest und so, Nummer 1. Tschüss.